Hallo und herzlich willkommen bei Franz vs. Streak. Wir werden versuchen, ich werde versuchen, in WWE 2K14 die Streak zu beenden vom Undertaker. Und das in jeder Episode mit einem neuen Charakter. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Charakter ich es in den nächsten Episoden versuchen soll. Auf jeden Fall gehen wir auf Beende die Streak. Hier steht Beende den Streak, ich finde die Übersetzung ganz schön kacke. Und ich werde mal anfangen mit dem Attitude Era Kane oder mit dem, oder Kane Retro, wie er hier heißt. Weiß nicht, vielleicht einfach, weil er Storyline-mäßig sein Halbbruder ist. Wir nehmen, er hat bloß eine Tire, alles klar. Nehmen wir den Taker, den Retro-Taker, vielleicht passt es ja dazu. Okay. Für alle, die nicht wissen, was dieser Mode bedeutet oder was dieser Mode auf sich hat, es ist im Prinzip, allgemein bekannt, dass der Undertaker eine WrestleMania-Streak hat. Das heißt, er ist ungeschlagen bei WrestleMania. Und hier im Spiel kann man versuchen, diese zu brechen. Das Ding ist aber, Undertaker ist schwerer eingestellt als die schwierigste Stufe im Spiel. Das wäre legendär. Er hat im Prinzip seine eigene Schwierigkeitsstufe. Und jetzt gilt es, ihn zu besiegen. Möglichst gut und stylisch. Und dann kriegt man Punkte. Je nachdem, ob man Waffen einsetzt und was nicht alles. Ich werde aber eigentlich nicht auf Punkte spielen, sondern einfach versuchen, ihn irgendwie zu besiegen. Das Ganze ist ein No-Hold-Barred-Match, No-Holds-Barred-Match, das heißt keine Disqualifikation. Nehmen wir zufälliges Attire und ich werde irgendwie versuchen, das Ganze zu gewinnen. So, welche Arena nehmen wir? Können wir nicht zufällig irgendwas nehmen? Oder wir nehmen WrestleMania 29. Whatever, muss ja nicht zum Thema passen, es geht ja erstmal bloß darum, das Ding hier zu gewinnen. Ich mach die Musik vom Dings an, aber da habt ihr kurz gehört, man hat die Hintergrundmusik gehört, obwohl man die im Menü ausgeschaltet hat. So, die meiste Zeit des Matches werde ich wahrscheinlich draußen verbringen. Manche meinen vielleicht, es wäre ein bisschen noobig, aber anders krieg ich es nicht hin. Und ich bin sowieso nicht der Beste, muss man sagen. Ihr könnt mir ja mal ein Like geben für dieses Video, falls euch diese Serie gefällt, vom Prinzip her. Und falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. So, ich werde erstmal versuchen, ihm möglichst viel Schaden zuzuführen. Weil das Ding ist, der Undertaker hier in diesem Mode hat ein paar extra Tricks, die er normalerweise nicht hat. Und zwar kann er ganz plötzlich auf einmal hinter einem stehen. Da kommt ein Gong und dann steht er hinter einem, hat einen Finisher, macht dann wahrscheinlich einen Tombstone. Oder er kann, wenn man Pin ansetzt, auf einmal Hell's Gate zeigen. Das ist ein Submission-Finisher. Wir mal gucken eben, wie es aussieht mit meinen Special Moves. Ich habe einen Tombstone Pile Driver. Und ich werde versuchen, ihn mit diesem zu besiegen. Weil das Gute ist, man hat direkt eine Pin-Option dahinter. Und deswegen kann er uns nicht auf einmal in Hell's Gate packen. Ja, was war? Sidewalk Slam und Flying Clothesline. Alles klar. Denn die Signature Move. Das heißt, ich werde erstmal paar Finisher sammeln und so weiter. Na? Kommt noch was? Gekontert, alles klar. Geh aber wieder raus, natürlich. Die Hintergrundmusik, mein Gott, ist von der deutschen Band Shira. Kostenlos die Musik, einfach mal in die Beschreibung gucken, ganz unten. Da findet ihr einen Link, wo ihr zur Website dieser Band kommt. Und da könnt ihr die Musik kostenlos runterladen. Wir holen uns mal den ersten Stuhl. Der uns aber auch schon weggeschnappt worden, wird. Aber den holen wir uns mal eben zurück. Und okay, das wird glaube ich nichts. Ich glaube, der Hammer ist ganz gut. Erfahrungsgemäß. Nun muss ich mal den Sledgehammer. So. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt hier, ne? Mein Name ist Franz, das steht ja auch schon im Titel des Videos, falls neue Leute zuschauen. Ich mache schon seit einigen Jahren Let's Plays zu ausschließlich Wrestling Games mittlerweile. Und es kommen jeden Tag neue Parts von 16 und um 18 Uhr. Und schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt's jede Menge Stuff zum Anschauen, falls euch nach diesem Part langweilig ist. So, sieht ganz gut aus hier. Der Schaden oder Lime Damage ist immer noch ziemlich, oder hält sich in Grenzen, würde ich sagen. So, gehen wir mal dahin. Ich werde ihm nämlich mit einem OMG-Moment ein bisschen schaden, würde ich sagen. Mit, hier, die Barriere durchhauen. Das werde ich probieren. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich jedes Match hier gewinnen werde.
sondern dass ich eine Weile brauchen werde, bis ich das erste Mal gewinne. Und außerhalb des Rings zu kämpfen hilft erheblich. Da man außerhalb des Rings nicht gepinnt werden kann oder werden darf und keine Countouts sind. So ein kleines Button-Smashing-Duell, was ich aber verliere. Auch sehr schön. Na, jetzt schickt er uns auch schon rein. Und wie ich bereits erwähnt habe, bin ich nicht der Beste im Spiel. Vor allem nicht bei Pins. Ne, ich geh wieder raus, wollte ich sagen. Und let's play. Und spielen ist nochmal ein anderes Kaliber, als sich nur zu konzentrieren und zu spielen. Fick dich. Ich geh wieder raus. Nein, ich möchte bitte raus. Aber wir haben gleich einen Signature Move. Machen wir mal Running Move. Okay, wir haben gleich den ersten Signature Move, den werde ich aber überspringen. Und ich werde gleich übergehen zum ersten OMG-Moment. Wenn alles gut geht, ne? Das heißt, möglichst keine Finisher abkriegen vom Undertaker. Jeder Finisher bringt uns natürlich Schaden, was sehr unvorteilhaft ist, wenn man gepinnt wird. Okay, das war nichts mit Content. So. Wie bereits erwähnt, das ist, man kann hier keine Schwierigkeit einstellen. Das ist eine vorgesetzte oder eine vorher bestimmte Schwierigkeitsstufe. Und das Schwerste, was es hier im Spiel gibt, von der Schwierigkeit her und vom One-on-One-Duell her, ne? So, jetzt sieht es schon wieder ganz schön schlecht aus für uns. Der Undertaker macht uns ganz schön fertig. Einige haben sich auch gewünscht, dass ich Street Mode Let's Play und dabei versuche, auf Platz 1 der Rangliste zu kommen. So, und ich kann euch schon mal sagen, dass das wahrscheinlich nichts wird. So, jetzt habe ich die Powerbomb gekontert. Das freut mich. Jetzt haben wir Signature Move. Den werde ich skippen. Das können wir mit der R3-Taste machen. So, jetzt müssen wir nur noch dahin whippen. Und dann... Na, jetzt liegt der noch nicht ganz richtig. So, das... Oh, hab ihn abgefangen. Das freut mich. So, also Undertaker. Mein lieber Halbbruder. Ja, das ging gut los. Oder hat gut funktioniert. Na? Na? Ich will aber meinen Finisher auch nicht verlieren, ist ja klar. So, haben wir gekontert. So. So, jetzt hör mal auf, alles zu reversen. Ja. Ja. Haben wir Contact, gut. Der kann doch nicht wahr sein, ey. Der Contact wirklich mehr als... normalerweise, daran sieht man schon, dass es nicht legendär ist, nur. Aber es ist nicht schwerer, ihn oder selber zu contacten, muss man sagen. Das ist alles gleich geblieben. Wäre auch ein bisschen unvorteilhaft. Bekommt erneut ein DDT. Und es sieht schon langsam schlecht aus für uns. So, und für alle, die... nur Pros zuschauen wollen, oder ja, nur Pros zuschauen wollen, die haben wahrscheinlich schon weggeschaltet und haben bemerkt, dass sie hier falsch sind, wenn sie das erwarten. Na? Ja! Der Scheiß immer. So, jetzt geht's zurück in den Ring, aber das will ich nicht. Weil das geht nicht gut. Das geht nicht gut, denn zeigt jetzt nämlich einen Wake-Up-Taunt. Vielleicht kann ich noch was mit der Resiliency rausreißen. Na? Und da kommt der Tombstone Pile Driver, wahrscheinlich mit Pin direkt. Werde sofort Resiliency einsetzen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und versuchen rauszukommen. Ja! Oh Mann. Hab's erstmal wieder verkackt. Lass mich. Bitte raus erstmal. Ich will raus wieder. Tut mir leid. Tut mir leid. Das war schon knapp genug für mich. So. Sieht immer noch schlecht aus. Jetzt lass mich doch mal. Dich dahin whippen, dann taunte ich halt mal eine Runde. Ja, ging gut los. Sehr, ging gut los vor allen Dingen. Ging gut. Sehr gut, ja. Gibt's den vertikalen Suplex. Auf. Die Matte. Jawohl. Jetzt kann ich aber mal taunten, hoffentlich. Wie ihr seht, habe ich auch die Schwunganzeige aktiviert. Na, komm her. Jetzt aber, oder was? Geht doch! Nein! Hat er gekontert! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Jetzt zeigt er erneut den Tombstone Pile Driver! Oh!
Hat er mal nicht den Irish Whip gekontert. So wie ihr seht, kann er uns jetzt nicht pinnen. Er wird uns wahrscheinlich versuchen, irgendwie den Ring zu whippen. Aber das habe ich gekontert. So, da stolpert er über die Ringtreppe. So, jetzt. Verarscht. Schön verarscht. Bin ein kleiner Verarscher-Boy. Steht aber auch ganz schnell auf, muss man sagen, ne? So, das wird eine Submission. Da kann er machen, was er will, aber tappen werden wir nicht. Da das außerhalb des Rings ist, kennt ihr. Und wir sind auch schon ganz schön angeschlagen, muss man sagen. So. Vielleicht sollten wir auch mal einen Signature-Move ausführen. Wenn wir den gleich haben. Zack. Gekontert. Natürlich. Aber wir können auch kontern. Und wieder gekontert. So. Jetzt haben wir Signature Move. Und wenn wir mal den Sidewalk Slam machen. Zum Glück kriegt er keinen Signature Move, wenn wir einen Signature Move machen. Das wäre auch ganz schön doof. Das wäre ziemlich doof, würde ich sagen. Ist auffällig, dass bei WWE 2K14 das so ist, dass die KI viel häufiger jetzt Pins ansetzt nach Signature Moves. So, jetzt haben wir wieder einen Finisher, weil wir den Signature Move verloren haben. So, eventuell halt. So. Du darfst einmal mich hierhin begleiten, ne? Und einmal dahin. Jetzt kriegen wir das ab, ne? Natürlich! Natürlich! Nun komm! Das ist nicht dein Ernst, oder? Genau das wollte ich bei ihm machen. Aber nein. Aber nein. Natürlich nicht. Warum auch, ne? Warum? Dann machen wir halt so einen Finisher. Ja. So. Nein! Ein Snap mehr. Und dann. Was ist das? Keine Ahnung. War da vielleicht irgendwas oder so? Wie wär's. Die Tubes noch zeigen? Jawohl! Hat geklappt! Wie sieht's aus mit dem Damage? Der ist erst orange am Kopf. Ist überhaupt nicht gut. Ich möchte mal den Rest bei der Stage machen, bei der Entrance-Fampe. Nicht, dass er mich auf einmal dann dahin whippt und dann direkt in den Pin. Das wäre ganz schön doof. Ziemlich doof sogar. Hab bis jetzt es auch einmal erst geschafft, den Undertaker zu besiegen. Das war mit Hulk Hogan. Und da ist es nämlich ganz nützlich, wenn man direkt eine Pin-Kombo hat. Weil Hulk Hogan kann vom Leg Drop direkt in den Pin münden ohne Animationsunterbrechung. Und das ist sehr vorteilhaft. So, machen wir ein paar Punches. Na, das war wohl nichts. Na. Gehen wir mal weiter auf den Kopf. Badam. Wir haben Signature Move, alles klar. Badam. So, dann machen wir mal einen Wake-Up-Taunt und schicken ihn hoch. Und Chokeslam. Hoffentlich wird der nicht gekontert. Ah, oh, natürlich wird der gekontert. Was auch sonst, ne? Jetzt macht er seinen Wake-Up-Taunt. Und kontern werde ich ihn 100 pro nicht. Ja, richtig geraten. Badam. Ja. Tja, war wohl nichts mit Pin. Oder ist wohl nichts mit Pin. Aber Irish Whippen tut er uns. Eine komische Richtung. Mhm. Können wir mal eine Submission ansetzen? Na. Geht super. Geht richtig super. So. Ein Big Boot. Ich habe jetzt mit dem Grapple gerechnet. So. Gehen wir mal Front Face Lock. Natürlich. Das dachte sich der Undertaker nämlich auch. Der Taker, der Mark Calloway, wer mit echten Namen heißt. Ne, nein, nein, nein. Nein. Gekontert. Badam. What Impact, ja. Nö, geh mal weg hier. So. Hör mal auf! Soll der Mist, ne? Was soll der Mist? Haha. Ne? Was?
Ja, immer wieder in dieses scheiß Submission, in dieses scheiß Submission. Nein. Haha. Turnable Backbreaker. Vielen Dank, Michael Cole, für diese Info. Jawohl. Signature Move. Und ich probiere nochmal, ihm Schaden zuzufügen. Und ich hoffe, dass es jetzt klappt. Leider kann man ja kein Katapult-Finisher zeigen mit einem Fake Irish Whip. Jetzt aber. Natürlich. Klappt das jetzt. So. Jetzt machen wir auch mal eine Submission. Die gleiche, die er immer macht. Na, ich auf. Bringt ja eh nichts. Zack, 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 zack. Paar Angry Stomps. Angry Stomps. So, ich würde sagen, ich verpasse ihm noch ein paar Finisher. So. Und gleich haben wir wieder einen Signature Move. Er blutet ja sogar schon. Habe ich, glaube ich, gar nicht. Doch, im Stuhl war das da, der schon geblutet. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Jawohl! Gekontert. Ich habe gekontert. Ist ja mal auch Signature Move wieder. Den werde ich mir mal auch sparen. Werde mir mal zwei Finisher storen. Dann ein bisschen zum Ring gehen, Chokeslam probieren und im Ring dann den Tombstone mit Pin versuchen. Wenn alles klappt. Wenn alles klappt, natürlich nur. Und gleich haben wir wieder, oder gleich haben wir diesen Signature Move. So. Side Slam. Wir gehen zum Ring. Taunte da noch eine Runde. Und dann schicken wir ihn rein. Das ist meine Taktik jetzt. Und ich hoffe, dass diese jetzt... Oder ich hoffe, dass diese aufgeht. Wäre ganz nett so, ne? Wäre ganz nett. Na, komm her. Nein. Nein, 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 nein. Nö. Nein. Was war denn das? Was war denn mit mir los? Das schaffe ich doch niemals, da rauszukommen. Komm. Na! Toll! Nix-Taktik! Ich freue mich in den Arsch ab. Ja, ja. Toll! Toll! Richtig toll! Mann! Ja. Ich würde mal sagen, da seht ihr meine Punktzahl. 34.000. Gut. Ich werde es in der nächsten Episode nochmal probieren und ich hoffe, dass ich es dann schaffe. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Falls ja, gebt diesem Video da einen Daumen hoch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin bleibt so seid. Euer Franz, euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Somit ist die erste Episode von Franz vs. Streak auch schon vorbei und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet, beziehungsweise beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schaut einfach mal ganz oben in die Videobeschreibung, dort kommt ihr zur nächsten Folge. Ansonsten würde mich interessieren, mit welchem Wrestler soll ich das nächste Mal versuchen, die Streak vom Undertaker zu beenden. Und falls ihr das Spiel selber habt, was ist euer Highscore im Defeat the Streak Mode? Würde mich freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!